ob irgendeiner kommt, der das Land modernisieren und herrichten will, der wird gestört, wo es nur geht. Sagt dieser Steuerzahler und meint die Reformunwilligkeit in Österreich. Willkommen in der politischen Wirklichkeit. Es gäbe genug Steuergeld, aber die Staatseinnahmen würden sinnlos vergeudet. Wir finanzieren die Vergangenheit und nicht die Zukunft, lautet das harte Urteil des Waisenrates. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Die heimische Wirtschaft erholt sich im Schneckentempo. Hypodebakel, Steuerreform, marode Bildung tun das ihre dazu. Die Alpenrepublik liegt unter dem EU-Schnitt und hinkt Deutschland deutlich hinterher. Hierzulande beschäftigt man sich scheinbar spät, aber doch mit den Strukturen. Und sieh mal ein Erstaunen, es gibt sie doch, die Einsparungs- und Optimierungspotenziale, berichten Christine Meyer-Bosch und Andreas Heyer. Unwirtschaftlich, fruchtlos, unfähig, so umschreibt der Duden die diplomatischere Formulierung, ineffizient. Diese Eigenschaft finde sich überall und betreffe alle Ressorts. Das ist die Einschätzung des Expertenrats. Nur ein Teil des Steuergeldes komme dort an, wo er sollte. Wo die öffentlichen Gelder versickern, darüber gäbe es keine einzige aussagekräftige Untersuchung, kritisiert Thomas Wieser, Leiter des Expertenrates und Chef der Arbeitsgruppe der Euro-Finanzminister. Innerhalb der OECD rangiere Österreich in Sachen Effizienz im unteren Drittel. Stichwort Bildung. Derzeit würden im Bildungssystem 300 Millionen Euro fehlen, obwohl die Republik viel Steuergeld in die Bildung steckt. Allerdings komme weniger als die Hälfte davon im Klassenzimmer wirklich an, argumentiert die Expertengruppe. Mehr Verantwortung an die einzelnen Schulen. Ein Lösungsansatz. Und neuerlich taucht der Plan auf, Lehrer 2 Stunden mehr unterrichten zu lassen. Gewerkschaftlicher Widerstand garantiert. Stichwort Familien. Österreich gibt 80% seiner rund 9 Milliarden Euro Familienförderung als reine Geldleistung aus. Der Expertenrat wünscht sich mehr Sachleistungen statt Geldleistungen, wie zum Beispiel Ausbau der Kinderbetreuung. Ein Paradigmenwechsel, den Familienministerin Sophie Karmasin bereits im Vorjahr eingeleitet hat. Nur 2 Beispiele. Grundsätzlich sind sich Rechnungshof, Waisenrat und Finanzminister einig. Die Struktur der öffentlichen Ausgaben müsse dringend fundamental reformiert werden. Und ich hoffe daher, dass durch die Hypo bzw. durch das Handeln auch in anderen Bereichen endlich einmal die Politik aufwacht und tatsächlich klare Verantwortlichkeiten festlegt und die Aufgabe, die Ausgaben und die Finanzierung endlich einmal zusammenlegt. Sonst werden wir es nicht zustande bringen, die nachhaltige Finanzierung sicherzustellen. 1,1 Milliarden Euro jedenfalls will die Regierung einsparen. Bei Ministerien, Beamten, Beförderungen und unter Mithilfe von Ländern und Gemeinden. Alle Ressorts müssen ihr Packerl tragen, heißt es. Erklärtes Ziel ist trotz Steuerreform ein strukturelles Nulldefizit. Und da ist ja noch eine Kleinigkeit. Österreich müsse modernisiert werden. Finanzminister Hans-Jörg Schelling will 3 Schwerpunkte setzen. Die Beseitigung der Ineffizienzen, die Langfristsicherung durch beispielsweise die Anhebung des Pensionsantrittsalters und ein Offensivpaket mit den Themen Bildungssystem, Universitäten und Forschung und Entwicklung. Die politische Durchsetzbarkeit stehe auf einem anderen Blatt geschrieben. Das weiß auch der Finanzminister. Genug Steuergeld, mangelnde Effizienz. Wie kann Österreich besser wirtschaften? Darüber diskutieren Georg Weiland, der Chefredakteur der Neuen Kronenzeitung sowie Herausgeber des Wirtschaftsmagazins Gewinn. Hallo. Und ich mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parlamentsparteien. Ich begrüße Ladies First, Brigitte Young, ÖVP-Bildungssprecherin und Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Guten Abend. Ja. SPÖ-Budget- und Finanzsprecher Kai-Jan Greiner. Hallo. Elmar Podgorschik, er ist der FPÖ-Budgetsprecher. Hallo. Ja. Den Finanzsprecher der Grünen, Werner Kogler. Grüß Gott. Georg Vetter, Justizsprecher Tim Stronach. Hallo. Guten Abend. Und von den NEOS, deren Budget- und Finanzsprecher Rainer Hable. Grüß Gott. Guten Abend. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Jahrelang ist kritisiert worden, vor allem von der Opposition, dass in Österreich der Stillstand verwaltet wird, nichts weitergeht, keine Reformen stattfinden. Jetzt gibt es einen Finanzminister, der in der bisherigen Phase seiner Tätigkeit sehr engagiert, versucht, Änderungen zu bewirken, nicht nur bei der Steuersenkung, sondern auch eine Nuss nach der anderen zu knacken. Daher die Frage logischerweise an die Opposition. Er macht das mit großem Elan. Herr Kogler zum Beispiel, Sie haben das seit Jahren intensiv verfolgt. Sind Sie jetzt ein Anhänger Schellings bei diesen Bemühungen? Ja, natürlich. Wenn die
Linie in die richtige Richtung geht, wird man da als Opposition dagegen sein. Nur wenn man Opposition ist, ganz im Gegenteil, viele Elemente oder Schritte auf diesen vorgezeichneten Wegen sind ja auch grüne Beiträge gewesen. Und wir sind froh, dass nach den Vorgängern Finanzministerinnen und Ministern dieser Weg jetzt endlich eingeschlagen wird und wir unterstützen ihn auch. Herr Budkoschik, auch an Sie die praktisch selbe Frage. Ich habe durchaus sehr viele Übereinstimmungen mit dem Herrn Bundesminister. Ich habe auch im Budgetausschuss schon einmal gesagt, er wird die Unterstützung von der Opposition immer finden, wenn es darum geht, dass man vernünftige Einsparungen macht und dass man unser Budget saniert. Aber ich befürchte, und das habe ich ihm auch schon gesagt, er wird nicht an der Opposition scheitern, sondern letzten Endes an den beharrenden Kräften der Regierungsparteien. Darf ich da gleich nachstoßen? Was sind denn die beharrenden Kräfte, ganz konkret angesprochen? Naja, das ist immer ein bisschen nebulos. Das ist richtig. Einmal sind es die Länder, dann sind es die Gewerkschaften. Also was ist es letztlich? Naja, vor allem für mich derzeit ist das größte Problem sicherlich das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern. Ich glaube, dass die Länder teilweise auf dem Standpunkt stehen, sie halten sich einen Bund als Dachverband und nicht mehr. Und ich glaube, da braucht man einen Paradigmenwechsel. Es muss die Struktur des Staates von oben nach unten aufgestellt werden. Und das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern, das gehört neu aufgestellt. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt für die nächste Zeit. Es gehört die Einnahmen und Ausgaben in eine Hand. Beziehungsweise es muss klar geregelt sein und vor allem es gehört viele Zweigleisigkeiten, Dreigleisigkeiten teilweise gehören aus meiner Sicht auf alle Fälle einmal entflochten. Und wenn das gelingt, dann ist die Republik durchaus imstande, dass sie das Budget im Griff kriegt und dass vor allem die Steuer- und Abgabenquote wieder gesenkt werden kann. Ja, aber stimmen Sie denn zu? Ja, der Finanzminister Schelling hat sicherlich mit der Abwicklung der HETA, also der Hypo-Nachfolgeeinheit, einen richtigen Schritt gesetzt, der zwei Jahre zu spät kommt, aber besser spät als nie. Da hat er sicherlich die Unterstützung auch von NEOS. Die Reformmaßnahmen, vor allem diejenigen, die eine echte Steuerreform, also im Sinne einer echten Entlastung unterstützen würden, beziehungsweise Grundvoraussetzungen dafür sind, die sind natürlich noch offen, das fehlt noch. Er hat zwar angekündigt, dass das kommt, das glaube ich ihm auch, dass er persönlich den Willen hat. Die Frage ist nur, kann er sich parteiintern durchsetzen, vor allem gegen die ÖVP-Landeshauptleute? Das ist eine offene Frage für mich. Wir haben den Finanzausgleich ja noch vor uns, oder die Politiker vor allem, zwischen Bund und Ländern, wo die Aufteilung der Finanzmittel, auch die Übernahme der Verantwortung jeweils neu geregelt wird. Wo sehen Sie, Herr Vetter, die zentralen Punkte dabei, die erledigt werden müssen? Es ist schon die Kritik gekommen, die Landesfürsten halten sich heute ein bisschen eine Bundesregierung. Ja, das habe ich ja auch selbst einmal im Parlament gesagt, dass hier der Schwanz mit dem Hund wedelt und dass man in die andere Richtung gehen soll. Und wenn man sich jetzt also diesen Zahlungsstopp bei der Hypo anschaut, mit den Folgen, die es für die Bundesländer hat und die Hypos in den Bundesländern, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man so will, auf Ihre Frage zurückzukommen, dass der Finanzminister schaut, dass der Hund wieder mit dem Schwanz wedelt in der Zukunft. Ja? Er hat ja eigentlich den undankbarsten Job in dieser Republik politisch übernommen. Wer würde denn heute wirklich freiwillig Finanzminister werden mit den Baustellen, die sie heute haben? Dass so jemand wie der Schelling das macht, ja, ist ja ein Glücksfall für Österreich. Punkt 1. Allerdings, ja, hat er natürlich die beharrenden Kräfte auf seiner Seite. Wenn er könnte, wie er wollte, dann wäre ich vielleicht auch zufrieden oder ziemlich zufrieden. Was jetzt bei dieser sogenannten Steuerreform herausgekommen ist, ist ja sicher nicht das, was er sich gewünscht hat. Und wenn man den Herrn Landeshauptmann von Burgenland im Wahlkampf jetzt hört, dann wollte er auch selbst eher nicht gewisse Dinge wie Registrierkasse oder ja, Verschlimmerung für Wirte und. Also wenn er könnte, wie er wollte, dann würden wir ihn gerne unterstützen. Der wirkliche Hemmschuh ist die andere Partei in der Bundesregierung. Herr Greiner, können Sie dem Lob, das da jetzt von der Opposition für diesen Finanzminister kommt, zustimmen? Das müssen Sie die Opposition fragen. Die können loben, wenn sie wollen. Es ist immer gut, wenn die Opposition die Regierung lobt. Können Sie auch loben? Ich glaube, das, was entscheidend ist, ist, dass wir einfach sehr real uns anschauen, die Situation. Da ist vieles in Österreich gut, einiges mittelmäßig
und auch viel zu viel wirklich deutlich verbesserungswürdig. Und dass man in der Politik hier einen permanenten Prozess hat, nämlich permanent immer schauen muss, wo sind wir mittelmäßig, wo sind wir schlecht und wie können wir besser werden, wo können wir effizienter werden, wo können wir Strukturen verschlanken. Das ist, glaube ich, Österreich ist ein großes Unternehmen oder wie eine sehr, sehr große Firma, und Ineffizienzen gibt es in allen großen Firmen, und genauso muss man sich hier gewisse Abläufe natürlich überlegen. Der einzige Unterschied ist, was man schon immer klar sein muss, Demokratie ist nicht bottom-top, sondern top-bottom. Also quasi Demokratie funktioniert nach anderen Regeln als ein Wirtschaftsbetrieb. Und jetzt bin ich auch manchmal der Meinung, dass in Ländern alles nicht immer 100% effizient ist, dass in Gemeinden nicht immer alles 100% effizient ist, aber auch im Bund nicht alles 100% effizient ist. Sondern 90% effizient? Nein, ich glaube, dass es aber für dieses Hickhack, das es dort gibt zwischen Bund und Länderebene, bringt ja niemanden weiter. Wir müssen alle gemeinsam als Politik einfach schauen, dass wir in unserem Bereich möglichst effizient sind. Und ich würde auch nie sagen, dass jetzt irgendjemand der Hund und wer anderer der Schwanz ist. Wir sind einfach als Ganzes ein Staat. Und wie wir gegliedert sind, ob das auf Gemeinden, Länder, Bundesebene, europäische Ebene ist und wie viel Verwaltung und welche Entscheidung ich wo treffe, da muss man sich halt an einen Tisch setzen und sich das einfach alle paar Jahre in Wahrheit überlegen, ist das noch zeitgemäß, unsere Struktur, und wo müssen wir sie verbessern? Herr Gerner, ich möchte gleich Ihr Bild aufgreifen von Unternehmen Österreich. Wenn ich mir das Unternehmen Österreich ansehe, dieses Bild, das Sie jetzt da gebraucht haben, dann habe ich auch den Eindruck, dass also quasi dieses Unternehmen besteht auch aus vielen Filialen. Und die Filialen haben alle eine eigene Buchhaltung, die haben alle eigene sozusagen Verbindlichkeiten, Management und so weiter. Das ist doch nicht die Effizienz, oder? Nein, das gehört ja zu den Sachen, dass ich seit Jahren sage, wir brauchen ein einheitliches Rechnungswesen für Gebietskörperschaften. Nicht eins zu eins, was der Bund macht, ist für jede Gemeinde und für jedes Land gut. Aber genauso wie es einheitliche Rechnungswesen, also Vorschriften gibt für Firmen, und die schauen für eine kleine Firma anders aus als für eine große, genauso brauchen wir einheitliche Regeln einfach für öffentliche Haushalte, für Gemeinden, Länder, Bund. Und es wird natürlich, also auch die Gemeinde Wien wird natürlich andere Regeln haben als eine sehr kleine Gemeinde irgendwo, auch wenn beides Gemeinden sind. Aber wir brauchen Regeln, die nach Größe und nach Aufgabe, wie wir das für private Unternehmen haben, brauchen wir auch einheitliche Regeln für öffentliche Haushalte. Das ist überhaupt keine Frage. Das würde sehr viel Sinn machen, wie wir aus der Vergangenheit wissen, ob das die Fälle Salzburg ist, ob das die Fälle, die Situation der Haftungen in Kärnten war und. Eine ganze Reihe. Aber bevor da zu viel Harmonie durch den Raum strömt, glaube ich, wäre es gut, das einmal auf den Punkt zu bringen. Länder, Bund, Bildungsfrage. Klassiker ist doch immer, dass gesagt wird, die Länder bestellen und der Bund zahlt, was die Anzahl der Lehrkräfte betrifft. Ist es so? Kann man das reformieren? Wie kann man das reformieren, Frau Jank? Also gerade die Bildung, glaube ich, wird jetzt vorzeigen, wie es geht und wie es gehen kann, weil wir da auf einem Weg sind, wo wir genau das, was jetzt da so ein bisschen durch die Reihen gegangen ist, umsetzen wollen und werden. Wir haben uns auch eine Deadline gesetzt, um das zu präsentieren. Das ist der November des heurigen Jahres. Und da soll es genau darum gehen, der Bund soll vorgeben, was die Lehrinhalte sind, die Lehrziele, also das, was erreicht werden soll, der Bund finanziert und der Bund kontrolliert. Und die Schulen vor Ort entscheiden in ihrer Autonomie, die sie erhalten sollen, wie sie das umsetzen. Das ist jetzt so leicht und schnell gesagt. Das ist natürlich eine große Anstrengung, weil man sehen muss, wenn wir uns erinnern, wie die Universitäten in die Autonomie entlassen wurde, wie manche Sorge davor hatten. Manche haben sofort gesagt, hurra, da weiß ich gleich, was ich tue. Da muss man darauf vorbereiten. Das ist ein Change-Prozess, der hier angedacht ist, und den muss man natürlich breit begleiten. Aber ich bin sehr, wie soll ich sagen, davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Nicht vielleicht gleich im Endstadium, also nicht so gleich durchgreifend bis alles, aber schrittweise, sodass es genau dazu kommt, dass es klare Verantwortungen gibt, dass aber die Umsetzung dort passiert, wo das Know-how ist, dort, wo man die Probleme
vor Ort kennt und weiß auch, wie man sie lösen kann. Herr Kugel, bleiben wir gleich bei diesem Thema. Unser Interviewpartner gleich am Beginn der Signation hat einen Satz gesagt, der offensichtlich auch beweist, dass die Reformfreudigkeit in Österreich gewisse Grenzen hat, nämlich genau dort, wo er anfängt, wie es der Mann da gesagt hat. Wenn er anfängt zu reformieren, dann werden ihm so viel Prügel in den Weg gelegt, dass er nicht weiterkommt oder das eh gleich wieder lässt. Da möchte ich da gleich dranhängen, folgende Frage, nämlich man hat ein bisschen den Eindruck, es ist so, dass in Österreich jeder für alles zuständig ist, aber keiner Verantwortung hat. Also schuld ist dann keiner irgendwie. Stichwort Hypo. Ja, das ist wohl unausbleiblich, das Stichwort. Aber generell gilt ja zum Vorhergesagten, dass man teilweise auch diesen Befund finden könnte, weil die Bund-Länder-Kompetenzen wirklich unglücklich abgemischt sind und man da sehr schwer herauskommt. Mann, also ich habe da jetzt nicht nur Vorwürfe, das ist tatsächlich schwierig. Beispiel Josef Brödel, der ja ex post zwar an der Hypo gescheitert wäre, natürlich politisch total, so war es doch so, dass er in anderen Fragen einer der Reformfreudigeren war und meinen ausdrücklichen Respekt genießt in all diesen Bereichen. Der ist total gescheitert und zwar an den eigenen Landeshauptleuten, in seiner eigenen Partei vor allem, notfalls sogar in der eigenen Familie. Und das ist ja bezeichnend für die Familienaufstellung in dem Land, dass wir Landeshauptleute mit durchaus überbordenden Machtambitionen, gedeckt durch die Bundesverfassung, aber nur teilweise sich dann aber alles nehmen. Und das Schlimmste ist, dass wir dann Bundesspitzen haben, wie einen Kanzler, der hier zu wenig tut. Die Bundesspitze ist dann zu feig, dem entgegenzuhalten. Es ist schwierig, aber es ist so. Bei der Hypo, das ist, glaube ich, jetzt 100-mal erklärt, da war es mit Sicherheit auch ein Exzess aus diesem völlig abgehobenen, intransparenten Finanzföderalismus, wo lange jeder tun konnte, was er wollte. Und wir haben ja genügend Beweise, dass auch damals Haider in Kärnten von der Bundes-ÖVP, weil damals Koalitionszeit, freie Hand hatte bei diesen durchgeknallten Landeshaftungen, die ja schon in den 90er Jahren herauf grundsätzlich beschlossen wurden. Er wollte sie aussetzen, wer er, der damalige ÖVP, den kennt man gar nicht mehr, Landesobmann Lexer, erinnern wir uns, der ist genau deshalb, weil er sich wegen dem Bankburgenland-Skandal die Landeshaftungen aussetzen wollte, abgedreht worden nach geradezu der ÖVP, der wird das vielleicht noch öffentlich schildern, unter der Beihilfe, unter der Beihilfstäterschaft von Wolfgang Schüssel, so ist es halt. Das ist halt auch ein Politikum, ja, und man muss sich jetzt da emanzipieren, als Bund und sich erlösen von dieser Versammlung der reformresistenten Blockade-Elitäre namens Landeshauptleutekonferenz. Herr Greiner, Ihr Parteikollege, Bundeskanzler Werner Faymann, ist da konkret angesprochen. Ist das in Ordnung, was jetzt da... Ja, aber das war ja nur ein kleiner polemischer Schlenker. Und ich muss nicht auf jeden polemischen Schlenker von Werner Kogler reagieren. Glauben Sie, dass er wirklich also mit Durchsetzungskraft agiert? Also oder würden Sie sich mehr wünschen? Wenn Sie sich ansehen, einfach... Also was in den letzten 6 Jahren passiert ist oder jetzt alleine diese Steuerreform, wir können uns ja alle zurückerinnern, vor der Wahl gab es eine Partei, die gesagt hat, wir brauchen eine Senkung der Steuern auf Arbeit. Es waren eigentlich alle anderen dagegen, vor allem auch innerhalb der Koalition war das ein Konfliktthema. Die ÖVP hat gemeint, die können wir uns gar nicht leisten. Und sie ist jetzt noch nicht beschlossen, aber sie ist jetzt mal präsentiert in ihren Grundzügen. Sie ist nicht 1:1 das SPÖ-Modell, nein, wir sind in einer Koalitionsregierung, aber wir sind sehr nahe dem bei der Steuersenkung, das wir vorgefordert haben, auch nicht 1:1 unser Modell, aber sehr, sehr nahe an dem. Und auf der Gegenfinanzierungsseite sind wir wahrscheinlich beide, sage ich mal, zur Hälfte oder zu 2/3 zufrieden. Und das hat jeder natürlich, sagt, na, ich hätte lieber das gehabt oder das gehabt. Das ist halt eine Koalitionsregierung. Aber ja, das ist eine riesengroße Reform, diese Steuerreform. Und die hat der Bundeskanzler durchgesetzt. Okay. Riesengroße Reform. Es gibt Kommentatoren, die das ein bisschen anders sehen. Ich möchte aber trotzdem eine Frage in dem Zusammenhang. Man hört aus den diversen Wirtschaftsbereichen, ja, okay. Dass das irgendwie nicht so toll ist. Dass die Opposition
einen Erfolg natürlich kleinreden will, ist eh okay. Aber das ist ja, das hat ja nichts, nichts mit der Realität zu tun. Aber gehen wir ein bisschen von der Polemik weg, kommen wir zu einem ganz konkreten Punkt. Mich hätte interessiert, gerade Sie als Sozialdemokrat müssten ja da ganz laut rufen, wieso ist die kalte Progression, ein Halbsatz sozusagen, in dieser größten aller Steuerreformen, wie die Regierung sagt, nicht drinnen? Spekuliert man schon wieder mit dem quasi geborgten Geld? Nein, da wird jetzt alles Mögliche erzählt. Ich habe es aber bei Ihnen in der Sendung auch gehört, in ein, zwei Jahren frisst das alles wieder auf. Also alle Studien, ernsthafte, ja, es gibt sowas wie die kalte Progression. Ja, das betrifft vor allem kleine und mittlere Einkommensbezieher. Hohe eh kaum noch, also oder sehr, sehr schwach. Jemand, der ein hohes Einkommen hat, der ist von der kalten Progression sehr, sehr gering betroffen. Die am stärksten betroffen sind, sind so um 1300, 1400, 1500 brutto. Das sind die, die am stärksten betroffen sind. Und ja, die letzte Steuerreform, die vor 5 Jahren waren, ist circa die Hälfte der Senkung durch die kalte Progression quasi, sage ich einmal, aufgegessen. Das muss man zugeben, also von den 2,5 ist circa die Hälfte durch die kalte Progression heute nicht mehr hier. Und das, da kann man sich dann ausrechnen, quasi die jetzige Senkung, bis die kalte Progression das wieder sich holt, ist ja nicht ein, zwei Jahre, sondern ein, zwei Jahrzehnte und eher zwei. Natürlich, bitte, nein, die Studien sagen das alle nicht, und keine einzige Studie. Und 5 Milliarden sind ja auch, wenn überhaupt, eine Entlastung, wenn es wirklich eine Senkung bei den Ausgaben würde. Aber es ist ja keine Entlastung. Auf der einen Seite haben sie die Steuern gesenkt und auf der anderen Seite haben sie die Steuern raufgefahren. Nein, das ist ja falsch. Keine Reform, weil es einfach keine Entlastung ist. Erstens einmal haben Bleiben wir doch endlich bei den Fakten. Wir haben immer gesprochen, als SPÖ, immer von einer Steuerstrukturreform. Wir haben immer gesagt, die Steuern und Abgaben auf Arbeit sind zu hoch. Auch im internationalen Vergleich. Die sind, wir gehören zu den Top-Ländern. Das ist keine Entlastung. Lassen Sie mich bitte ausreden. Das entscheidet noch immer der Moderator und nicht wir zwei. Auf der anderen Seite, dass die Steuern und Abgaben auf Kapital und Vermögen zu niedrig sind. Auch im internationalen Vergleich. Und wir haben gesagt, wir müssen mit den Steuern und Abgaben auf Arbeit runter und einen Teil durch Einsparungen und einen Teil auch durch gerechtere Beiträge von denen, die heute nicht einen gerechten Beitrag auch reinholen. Das haben wir vor der Wahl gesagt, das haben wir vor der Steuerreform gesagt und ja, das ist so. Ein Teil wird gegenfinanziert durch höhere Steuern und Abgaben von denen, die heute weniger zahlen. Herr Greiner, vielleicht einen Satz. Es werden da unter anderem Zahlen kolportiert, die da heißt, man hat also insgesamt durch die kalte Progression 11,5 Milliarden im Laufe der Jahre eingenommen und jetzt gibt man sozusagen... Aber wer sagt das bitte? Ich habe jetzt die Quelle jetzt nicht da, aber diese Zahlen... Ich weiß, woher das kommt. Das sind Berechnungen bis 2019 von 2009 kumuliert und gar nicht aufs Jahr gesehen. Das ist das ist eine berechnende Agenda Austria im Übrigen, ganz nebenbei. Also das ist ja kaviert, das ist ein Propaganda-Institut. Ah, ich verstehe. Na gut. Das ist eine Partei. Richtig. Ein kurzer Schlenk noch zur Bildungspolitik, weil die Frau Jank das angesprochen hat. Ja, ich gebe Ihnen völlig recht, Länder können durchaus die Verantwortung übernehmen, aber dann frage ich mich aus meinem Heimatbundesland, ich rätsle immer noch, da haben wir eine eigene Schulabteilung und eine eigene Landesrätin und parallel dazu einen Landesschularztpräsidenten. Und diese Struktur wird in keinster Weise in Frage gestellt und das kostet am meisten Geld. Man beginnt wieder bei den Kleinsten, dass man bei den Lehrern oder wo auch immer oder bei den Schulen spart, aber im Verwaltungsbereich, da wird nichts angesetzt. Und das, glaube ich, das müsste man einmal aufgreifen. Mir ist es klar, weil das sind alles Parteigünstlinge, die dort sitzen. Und das wird man halt am wenigsten aufgreifen. Aber das war nur so ein kleiner Schlenk. Jetzt zur Steuerreform. Ich gebe dem Finanzminister Schelling völlig recht, wir haben ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem. Was die Steuersätze anbelangt, sind für mich nachvollziehbar, ist in Ordnung, dass der Steuersatz gesenkt wurde. Die Progressionsstufen hätten natürlich parallel dazu gehoben werden müssen, weil es stimmt, spätestens 2019 wird das Ganze wieder aufgefressen werden durch die Progression. Aber was das andere Problem ist, ist die Gegenfinanzierung. Die ist auf Sand gebaut. Und diese Gegenfinanzierung, wenn ich jetzt sage, ich brauche 1 Milliarde durch Steuerbetrug, es gibt für mich ein klassisches Beispiel, die Registrierkassenpflicht, da gibt es 2 Länder, die schon längst eingeführt haben und das ist Griechenland und Italien. Und wie weit, dass die kommen sind damit, das sieht man. Also das sind nur reine Placebo-Beschlüsse, damit man über die Wahlen, über den Herbst kommt und das eigentliche
Desaster, ja, wird dann nach diesen Wahlen kommen, weil dann müssen wir auf der Gegenseite sparen. Und dann werden wir mit 1. Jänner Gebührenerhöhungen, Müllgebühren etc. Alles das wird sich der Konsument bzw. Steuerzahler selbst wieder zahlen müssen. Bei den letzten zwei sogenannten Steuerreformen war es tatsächlich so, dass am Schluss keine volle Gegenfinanzierung gekommen ist, sondern eine Erhöhung der Verschuldung, richtig, die Folge war. Jetzt ist das Spannende, um auf das noch einmal einzugehen, was Sie angesprochen haben, Ausgabenproblem und nicht Einnahmenproblem. Faktum ist, egal auf welcher politischen Seite man steht, dass in Österreich die Abgabenquote extrem hoch ist. Also wir haben noch nie so viel Steuern wurden eingehoben, wie das bisher war. 2001 aber war mit, höher. Aber mit Abstand. Ja, das ist nur falsch. Welche Ansätze sehen Sie da oder welche Notwendigkeiten, Herr Vetter? Also wir haben ja ein Modell durchrechnen lassen, wo wir eine viel drastischere Steuerreform gemacht hätten oder machen würden, nämlich über 15 Milliarden Euro. Und wir würden bei allen Steuersätzen runtergehen, also vom Spitzensteuersatz bis zum Eingangssteuersatz. Also für uns ist eigentlich diese 25% Eingangssteuersatz auch noch zu hoch. Und wir würden beim Spitzensteuersatz auf 35 hinuntergehen. Das Ganze würden wir abgestuft machen über 5 Jahre, damit also nicht der Einnahmenentgangsschock kommt. Und wir glauben, dass wir auf diese Weise auch den Motor wieder wirklich anwerfen würden. Das Wichtige ist ja die psychologische Seite an der ganzen Sache. Was hier in Österreich passiert, ist ja nur, dass ein Kuchen verteilt wird. Und das Wichtige ist ja in Wirklichkeit, dass man den Kuchen backt, dass man den Kuchen möglichst groß macht. Dann können wir uns was verteilen. Und dieses Großmachen des Kuchens, das ist in Wirklichkeit nicht das Thema. Die Verteilung des Wohlstandes ist es, aber nicht die Schaffung. Daher brauchen wir auch eine ordentliche Steuersenkung, nämlich wirklich signifikant und daneben natürlich auch Maßnahmen, die den Kapitalmarkt beleben, was wir heute eigentlich überhaupt nicht haben. Wir haben diese 2,5% plus bei der Kapitalmarkt, was ein schreckliches Zeichen ist, genauso wie der Spitzensteuersatz. Wenn wir den Kapitalmarkt beleben, haben wir mehr Unternehmer, haben wir mehr Arbeitsplätze, haben wir mehr Einkommen. Wenn Sie sich heute die Situation der Wiener Börse anschauen, und da könnte man lange sprechen, das ist eine sterbende Börse. Da gehen die Leute weg, da gehen die Unternehmen weg, das Geld geht in den fernen Osten. Wir müssen hier wieder etwas machen für den Kapitalmarkt, für die Börse, dann geht's weiter. Frau Engel, ich möchte noch ein wenig bei diesem Thema bleiben, nämlich bei dem Thema, wie tun wir weiter? Ja, weil wir können da jetzt lang diskutieren, es kommt deswegen kein Euro mehr, wird eingespart. Und die Frage ist für mich, sobald der Satz fällt in Österreich, es muss irgendwo was reformiert, eingespart, reformieren heißt eigentlich einsparen, weil bisher immer mehr Geld ausgegeben wurde, als immer Schulden gemacht wurden. Und meine Frage ist, wenn man in die Bildung schaut, es taucht sofort innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, würde ich sagen, die Diskussion auf. Bildung, da muss man sofort, die Lehrer müssen 2 Stunden mehr arbeiten. Jetzt hat mein Bruder gesagt, es ist völlig wurscht, so genau so hat er zu mir gesagt, das ist im Vorjahr ein Dialekt, es ist völlig wurscht, ob ein Lehrer 2 Stunden mehr in der Klasse steht oder nicht. Er hat gesagt, wenn er es in 2 Stunden nicht erklären kann, kann er es in 4 Stunden auch nicht erklären. Also ist die Frage für einen nüchternen Schüler, sage ich jetzt, das ist ein guter Schüler, ist die Frage, naja, 2 Stunden mehr in der Klasse, was soll das bringen? Bringt es was? Oder ist es nur eine reine Geldfrage, dass man mal sagt, also wie der Wiener Bürgermeister zuletzt formuliert hat? Das ist ja politisch von niemandem bestätigt, dass es um 2 Stunden mehr in der Klasse geht. Das ist durch irgendjemanden in die Medien gekommen. Die Medien haben es als Tatsache aufgenommen. Und natürlich hat das die ganze Maschinerie losgetreten, dass die Lehrervertreter in ihrer Aufgabe, ich verstehe ja vollkommen, sagen können, das kann es nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass es das sein wird und auch nicht sein kann, weil wir von der Strukturreform schauen müssen, wo soll man hinschauen. Und da haben wir viel wichtigere Themen, die wir so wegschieben. Pensionsreform. Ja, einen Vorschlag zu machen, wo die Pensionsreform zu wirken beginnt im 2024, ist irgendwie ein lächerlicher Ansatz aus meiner Sicht. Ja. Es ist auch die Frage, wo tun wir was oder wo tun wir weniger? Also wenn man sich das Budget anschaut, zum Beispiel ÖBB. Ja, wir hatten dort einen Rückstau. Ja, wir hatten in der Anbindung der Ostöffnung mehr in die Schiene geben zu müssen. Das ist passiert. Aber jetzt muss man dort die Struktur ändern und muss dort zurücknehmen und muss schauen, wie man die Finanzen, die man zur Verfügung hat, ordentlich einsetzt. Und
um die Aufgabe dürfen wir uns nicht drücken und dort ist anzugehen. Und die Themen liegen am Tisch, x-mal besprochen. Niemand will, ich verstehe es nur nicht, weil gerade, ich glaube, Sie haben das jetzt sogar selber gesagt, wir verwalten die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Und genau damit verwalten wir die Vergangenheit, wenn wir uns bei den Pensionen ständig drüber drücken. Wenn ich dann sage, alleine aus den offensichtlich rosigen Zeiten der ÖBB, machen die heutigen Pensionszuzahlungen für die ÖBB im Budget 2,1 Milliarden aus. Das ist ein Viertel des Bildungsbudgets. Darf ich da noch ein... Sie haben sich jetzt... Ich sehe schon Blecher und Kohl mit dem Wort Pensionsreform. Sind Sie dann schon auf den Barrikaden? Es ist immer jemand anderer. Aber das bringt das jetzt zu dem Punkt... Legitim. Sie sind Bildungssprecherin der ÖVP. Was ist denn Ihr Vorschlag, sozusagen mehr Geld direkt beim Schüler, den Schülerinnen ankommen zu lassen und nicht in der, wie es zitiert wird, das zitiere ich nur, in der Verwaltung versickern zu lassen? Also mein System ist ein anderes. Mein System ist ein System Verantwortung übertragen. Jetzt fühlen sich Lehrer nicht in der Verantwortung, weil ihnen so viel an Nebentätigkeiten aufgetragen ist, weil ich auch meine, dass gerade im öffentlichen Dienst das nicht passiert, was alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, nämlich ein Supervising. Ja? Eine Schule muss ein Team sein und muss als solches geführt werden. Und die Strukturen dafür sind noch nicht vorhanden. Und genau das braucht es. Und dann wird nämlich genau das passieren, was passieren soll und muss, nämlich, dass es auf die Lehrer ankommt. Motivierte Lehrer wissen, wie sie ihren Schülern den Stoff beibringen. In der Bildungspolitik hat man den Eindruck, ein bisschen wie beim Wilden mit seiner Maschine. Man weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber man ist früher dort. Das Ziel ist nicht der... Wir wissen, wo es hinfährt, aber hinkommen tun es auch nie. Ja, nein, das ist ja das, genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Es gibt eine Vielzahl von Schulversuchen, was aber Zeichen eigentlich dafür ist, dass man sich Gedanken macht, wie kann man es besser eigentlich, könnte man es besser angehen. Aber es gibt wieder neue Schulversuche. Der Rechnungshof hat das einmal erfasst. Das ist unglaublich. Was nicht geschieht, ist dann das Evaluieren, das Bewerten, Beurteilen und eine Selektion zu machen. Das hat Vorteile gebracht, das andere nicht. Also lassen wir es abschmelzen. In Summe wird es immer mehr hineingestopft. Die Verwaltung ist wie ein gefräßiges Tier und bei den Kindern kommt relativ wenig an und dazu kommt die Parteipolitik. Also wenn das gelingt, die Verantwortung klar zuzuordnen, kann ich mir sehr gut motivierte Lehrer vorstellen. Jetzt erlebe ich relativ viel. Und ich kenne kaum einen Berufsstand, wo es so viele frustrierte Aussagen gibt. Die haben sich bemüht, als junge Lehrer oder Lehrerinnen haben sie engagiert und irgendwann einmal sind sie zerschellt, entweder an der Politik, an der Verwaltung, an auch Auflagen rechtlicher Art, wenn sie einen Schulausflug oder ein Projekt gemacht haben, müssen sie, da darf ja auch nichts passieren, weil sonst sind diejenigen verantwortlich. Bitte? Geld für andere Bis dorthin. Weniger also, gekommen. Die haben sie mit Herzblut reingelassen und dann nach ein paar Jahren, nach einigen Jahren, je nachdem, kommt die Frustration. Das zu durchbrechen wäre ein wirklich sehr förderlicher Reformansatz. Wir haben gehört, Zuordnung der Verantwortung wäre nicht schlecht. Weiß nicht, wie sehen Sie die Entwicklung? Ja, bitte. Ja. Der Kollege Habl hat schon lange geredet. Ich habe ja den Vorschlag gemacht und ich glaube auch, dass der legitim ist. Jene Schulversuche, die es schon über Jahre hinweg gibt, ganz einfach in das Regelschulwesen zu übernehmen. Und das sind eigentlich alles Dinge, die in einem autonomen System viel besser gesteuert werden können. Das ist so ein bisschen der Hebel, um Strukturen auch im gesamten System ein bisschen weiterzubringen. Es gibt allerdings natürlich auch ein paar Beschlüsse des Parlaments an die Frau Ministerin, die noch nicht aufgegriffen wurden. Also die Mühlen mahlen auch ein wenig langsam, aber die Mühlen mahlen. Und ich glaube, mir fällt jetzt kein anderes Ressort ein, wo man Reformen bereit ist, jetzt anzugehen und umzusetzen. Und das sollte man auch einmal positiv sehen, denn gerade in der Schule wird ja, ich habe mittlerweile den Eindruck, 100% schlecht geredet. Das wird der Schule nicht gerecht. Und wir
verkennen, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir beschädigen damit die Schüler, die sich nicht mehr wohlfühlen, weil sie sagen, eigentlich bin ich jetzt in einer schlechten Schule. Die Lehrer sowieso, keine Frage, wenn man Mitarbeitern ständig ausrichtet über die Öffentlichkeit, sie wüssten nicht, wie sie es richtig machen oder sie machen es überhaupt nicht richtig, dann kann das nicht funktionieren. Und das ist auch dem System nicht gerechtfertigt. Wir haben tolle Schulen, aber wir haben da und dort Probleme. Und es sind oft Probleme, die im familiären Bereich liegen und im Zuzugsbereich. Und dort müssen wir genauer hinschauen. Mhm. Und dort müssen wir helfen. Da haben wir vieles begonnen. Und den Satz muss ich noch sagen. Mit dem verpflichtenden Kindergartenjahr, auch jetzt mit dem Übergang vom Kindergarten in die Volksschule. Und ich bin der Meinung, die berühmten 6 Stunden, über die so viel gesprochen wird, wäre gut gewesen, wenn es uns gelungen wäre, zumindest die Hälfte dieser 6 Stunden in die Volksschule zu bringen. Herr Hable, um beim Thema zu bleiben und einen anderen Bereich, wo man einsparen könnte oder schauen könnte oder ins Funktionieren bringen könnte, weil es schon, glaube ich, seit 2 Jahren gesetzlich beschlossen ist, ist die Transparenzdatenbank, die bis heute nicht funktioniert. Also Stichwort Förderungen. Ja? Also es wird doppelt und dreifach gefördert. Keiner weiß vom anderen, wer wie was fördert und warum. Naja, danke für das Stichwort. Das ist ein sehr gutes Beispiel und danke auch für das Wort. Also es war jetzt wirklich schwierig für mich, da noch länger zuzuhören. Zu den ganzen Reformankündigungen, die hier von ÖVP und von SPÖ-Seite kommen. Sie reden ja so, als wären Sie Jahre und Jahrzehnte in der Opposition und könnten Sie nichts tun. Frau Kollegin Janke, die ÖVP ist seit 1987 in der Bundesregierung. Kollege Greiner, die SPÖ ist seit 1970 mit Unterbrechungen fast durchgehend in der Regierung. Und Sie erzählen uns, wir brauchen ein modernes Rechnungswesen. Ja, stimmt, Frau Kollegin Jank, Sie sagen, wir brauchen Schulautonomie. Haben Sie auch aus dem NEOS-Programm zitiert geradezu. Ist in Ordnung. Die Frage ist nur, warum machen Sie es nicht? Sie haben doch die Möglichkeit, Sie sind ja in der Regierung. Sie haben ja nichts umgesetzt. Und die Frage ist doch nicht, was brauchen wir? Wir wissen doch in allen Fragen in Wahrheit, was zu tun ist. Wir wissen es in den Schulen. Wir wissen es im Verkehrsbereich, was zu tun ist. Die Frage ist, warum passiert es nicht? Und dann kommen wir zum entscheidenden Punkt. Es sind die politischen Rahmenbedingungen, die verhindern, dass in Österreich wesentliche Reformen umgesetzt werden. Und die politischen Rahmenbedingungen sind kein Zufall, sondern sie sind Absicht. Sie sind absichtlich so aufgesetzt, dass das System so funktioniert oder nicht funktioniert, wie es eben ist. Und es wird so gelassen, weil es den Mehrheitsfraktionen SPÖ und ÖVP halt in den Kram passt. Das ist gut. Österreich ist, also für Sie, für den Rest des Landes nicht, aber für die beiden Parteien, ÖVP und SPÖ, ist es gut. Österreich ist ein Kammer- und Funktionärstaat. Dort versickert das ganze Geld. Also Sie werfen quasi der Regierung Fahrlässigkeit eigentlich vor, wo man es ganz Ich werfe Ihnen Absicht vor. Absicht, keine Reformen umzusetzen, weil Sie es auch nicht wollen, weil Sie in dem System, das wir haben, sich ja gut zurecht gerichtet haben. Die Schweiz gibt pro Jahr 11 Milliarden Euro weniger aus als Österreich. 11 Milliarden Euro, das waren 2 Steuerreformen jedes Jahr. Und dieses Geld versinkert im Kammer- und Funktionärstaat. Und Entschuldigung, muss ich sagen, solange die beiden ÖVP und SPÖ die Mehrheit haben, wird sich daran noch nichts ändern. Okay, Herr Greiner und dann Sie. Ja, ne, ich wollte nur schon auch sagen jetzt, dass ich es ein bisschen schade finde, auch dass die Kollegin Janke ein bisschen Politik alt macht, indem sie auf die Eisenbahner losgeht. Ich werde jetzt nicht auf den Reflex eingehen und auf die darauf hinweisen, dass die Bauern, die den höchsten Pensionszuschuss haben, sondern ich werde das Gegenteil machen. Ich werde erklären, dass das so sein muss bei den Bauern, weil die ein Demografieproblem haben. Immer weniger sind aktiv, immer mehr in Pension. Die müssen die höchsten Zuschüsse haben. Es wäre absurd, den Bauern das vorzuwerfen. Genauso wie es absurd ist, den Eisenbahnern vorzuwerfen, dass die Zuschüsse dort steigen. Die müssen steigen, weil seit 1995
1995 gibt es keine neuen Eisenbahner mehr, sondern die sind alle nach ASVG. Das heißt, jeder, der neu eingestellt wurde, zahlt ins ASVG-System ein. Das heißt, immer weniger zahlen dort ein und immer mehr sind dort in Pension. Das ist, wenn ich Systeme umstelle, was wir bei den Eisenbahnern gemacht haben 1995, dann führt das dazu, dass auslaufende Systeme natürlich teuer sind. Das ist halt Reformen, die vor langer Zeit passiert sind. Es gibt seit 1995 keinen Eisenbahner mehr, keinen neuen, sondern die sind alle im ASVG. Insofern da überhaupt über das zu reden, ist eine eigene Reform, die wir noch gemeinsam gemacht haben in den 90er Jahren, schlecht zu reden. Und das verstehe ich leider nicht, dass das passiert. Warum ist das Durchschnittspensionsantrittsalter dann noch immer 53 oder 54? Bei wem jetzt? Bei der ÖBB. Wir können auch über das Magistrat Wien sprechen. Ja? Dort werden ja auch keine Reformen umgesetzt. Nein, dort das wird stimmt auch ja im auch Bereich nicht. Der Pension. Nein. Dort gehen die Beamten Bundesländer nach wie vor mit 53 Nein. in Pension. Nein, bitte, das ist ja das Tragische. Aber das ist eben, schauen Sie, dass ich erstens einmal Äpfel und Birnen vergleichen, ist immer schwierig, weil natürlich, wenn ich zum Beispiel hernehme, die Stadt Wien, weil sie die ja schon wieder attackieren, das sind Krankenschwestern in erster Linie, Feuerwehrleute in erster Linie und ja, bei der Feuerwehr, die müssen als Männer spätestens mit 60 in Pension gehen und haben eine Restlebenserwartung, die wollen wir uns, also die wünsche ich niemandem. Ja? Und Krankenschwestern mit Nachtdiensten, ja, die sind früher ausgebrannt als andere. Das heißt, das muss man. Ja, aber entschuldigen, natürlich haben Sie das, wenn Sie, dann vergleichen Sie die anderen Spitäler und in Österreich, dann werden Sie genau dasselbe Phänomen sehen, dass Krankenschwestern wurscht und in Vorarlberg, in Burgenland oder in Wien früher in Pension gehen als andere Berufsgruppen, die nicht eine derartige Belastung haben. Und das ist schon entscheidend, aber das, was ja passiert ist, dass verglichen wird quasi eine Krankenschwester in Wien mit einem Bundesbeamten zum Beispiel, und Kollege, der eine ganz andere Tätigkeit hat. Das Magistrat Wien besteht wesentlich. Doch nicht aus lauter Krankenschwestern und lauter Feuerwehrleuten. Nein, also, aber das ist ja absurd. Sie vergleichen ja gerade Äpfel mit Birnen. Nein, Sie schicken sich irgendwas raus, was passt. Ja. Und das große Bild, wo es nicht passt, die größte Gruppe sind Bediensteten im Gesundheitswesen. Das Faktum, stimmt, das sind Ärzte auch dabei. Dass die Pensionsreform beim Magistrat Wien, beim Land Wien, nicht angegangen werden. Das stimmt falsch. Und das auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten aller anderen. Falsch. Also was falsch. Ist richtig? Ein Satz noch, bitte, Herr Wien Kugler, hat genauso, ist sehr geduldig. Wien hat genauso wie alle anderen Bundesländer beschlossen, die Pensionsreform mit dieser Schlüssel 80, 60, 40, nämlich 80%, also mit 65, 80% der besten 40 Jahre. Das haben alle gemacht und ja, jedes, wann, lassen Sie mir ausreden, bitte, lassen Sie mir aus, 2048. Darf ich ausreden oder nicht? Das ist ja absurd. Darf ich ausreden oder nicht? Alle Bundesländer haben unterschiedliche, sage ich einmal, Übergangszeiten, bis dieses System hundertprozentig greift. Ja, und manche waren der Meinung, Vertrauensschutz bedeutet, ich fange in 5 oder 10 Jahren an, und andere waren der Meinung, ich fange in 8 oder in 12 Jahren an. Ja, und da habe ich, da habe ich, da habe ich, Entschuldige, anfangen, 2000, anfangen. 2048. Und wann ist denn das in der Steiermark? Wann greift denn in der Steiermark? Wissen Sie das? Wann ist denn der Endpunkt im Bund? Wir müssen jetzt nicht das Thema wechseln. Bleiben Nein, wir beim Magistrat Wien. Ja, 48. Und wo ist es in den anderen Bundesländern? 18? Stimmt ja nicht. Die sind nicht 30 Jahre später in Wien. Da gibt es, sind die Unterschiede ein paar Jahre. Bis 2048 sind sogar eher als 30 Jahre. Der Endausbau ist überall gleich. In einem Bundesland trifft er 2042 ein, im anderen 2048. Stimmt. Ja, das genau. Ist ein Unterschied, aber in allen ist dasselbe beschlossen. Kommen wir von dem, wir von diesem Schauplatz zu einem anderen, nämlich zu dem, ich ursprünglich kommen, wenn wir genau dem Thema Transparenzdatenbank. Beschlossene Sache, nicht durchgeführt. Also ich hätte jetzt gerne, jetzt haben wir überall die Wunden draufgelegt, wo wir alle nicht richtig agieren. Jedenfalls höre ich das heraus in der Diskussion. So, jetzt hätten wir ein Instrument, das da liegt, wo man so ein bisschen schauen kann, wo denn das Geld hinkommt und wie zielsicher das ist und so weiter und so fort. Wird nicht genützt. Warum? Ich bedanke mich erstens einmal bei all jenen, die noch dabei geblieben sind von unseren Seherinnen und Sehern. Begrüße alle jene, die jetzt wieder zuschalten mögen, und beantworte die Frage wie folgt. Ja,
Sie haben natürlich mit der Intention der Frage völlig recht. Das könnte funktionieren vom Instrument her. Das geht vor allem auf die großen Förderungen. Dort ist ja auch das Problem im Prinzip, wo man rasch was machen könnte. Viele Maßnahmen bringen ja über Nacht nicht viel. Das muss man hinzufügen, dass die Bundesregierung ja bei anderen Verwaltungsreformen diese Einsparungsmaßnahmen ja schon eingestellt hat. Jeweils nächstens verschwindet sie dann wieder, da wird sie als neue Einsparung verkauft. Die hätte ja schon auch budgetwirksam werden sollen tatsächlich. Ja, woran scheitert das? Ja, das scheitert wieder im Wesentlichen an den Ländern. Den Befund hatten wir. Und im Übrigen wäre das sehr wichtig, dass wir das machen, um das auch positiv zu formulieren, weil ich kenne sie von meinem Heimatwahlkreis Steiermark, dass hier sehr viele Förderungen, Landesförderungen, wo aber die Bundesförderungen Wirtschaft auch noch manchmal dahinter sind, sehr viele Förderungen den ganz großen Betrieben zugutekommen, wo ich mich schon frage, dass jene, die auch an der Börse notieren, die größten Gewinne ausweisen zum Teil, die höchsten Managervergütungen haben, sei es ihnen gegönnt, auch noch die größten Förderungen kriegen müssen. Und dann ist nicht einmal sichergestellt, dass der Bund nicht auch noch dabei ist. Oder auch bei den Großprojekten. Ich bin ein leidenschaftlicher Zuseher von Skirennern. Aber wenn man sich anschaut, wie in Schladming die Förderlandschaft hier nachgeradezu missbraucht worden ist, man möchte ja fast sagen Landschaftspflege, wenn man sich ja die geheimen Dokumente anschaut, wo rauskommt, wie der ÖSV alle rundherum erpresst hat. Das sind Hunderte, das sind 150 Millionen reingegangen, die es so nicht gebraucht hätte. Und das wäre natürlich gut, wenn das transparenter wäre. Wissen Sie, was da passiert? Da kommt man gar nicht noch einmal dahinter. Da kannst du einen eigenen Untersuchungsausschuss machen, der im Übrigen auch verweigert wird in der Steiermark. Und wenn Sie diese ganze Förderlandschaft nehmen, na, da kommt schon was zusammen. Wir haben mal gerechnet, dass man bei den überzogenen Wirtschaftsförderungen mit Sicherheit 400 bis 500 Millionen einsparen könnte, ohne dass deshalb einer davon rennt. Ja? Das wäre auch marktwirtschaftlicher. Das Problem ist aber doch dabei, dass kein Überblick darüber ist, wie viele Förderungen nebeneinander stattfinden. Das verschärft es ja, sage ich ja. Das ist das eine. Das andere ist, wir erleben in Österreich die Klientelpolitik seit vielen Jahren, führt auch zu dem Stillstand. Kaum wird gefordert, man soll bei den Beamten was geschehen, wird für die Beamten die Stimme erhoben. Kaum wird was gegen Förderungen von der Landwirtschaft eingebracht, wiederum. Und bei der Gewerkschaft genauso. Wann kann der gordische Knoten einmal durchschlagen werden? Müssen die Schmerzen so groß sein, das Defizit so hoch sein, dass man sagt, jetzt ist höchste Zeit, dass wir uns zusammenreißen. Die Deutschen schaffen das vierte positive Budget hintereinander und bei uns wird es eigentlich nicht wirklich besser. Sind wir schon bei dem Punkt? Und wie kann das dann überwunden werden, um es auch konstruktiv anzudiskutieren? Wir hatten Transparenzdatenbank, hat nicht funktioniert. Wir haben einen Österreich-Konvent gehabt, wo eigentlich sehr viel von unterschiedlichen Parteien auch sehr viel Konstruktives eingebracht wurde, bevor es ernst wurde, hat man gesagt, nein, lieber nicht. Es ist ein kleiner Teil umgesetzt, aber es ist ein Drittel auch umgesetzt leider, worden. Ja. Wäre das ein Ansatz, so ein Big Bargain oder ein Österreich-Konvent zu machen? Und genau, bevor wir diese Frage stellen, schauen wir mal, Herr und Frau Österreicher haben nämlich auch die Rechnungshofvorschläge, die viel konkreter sind als der Konvent. Zu sparen, jedenfalls dazu, in welchen Bereichen kann Österreich effizienter werden und wo wird mit Blick auf die Zukunft noch nicht genug investiert? Andreas Heyer hat sich unter Passanten im 7. Wiener Gemeindebezirk umgehört. Hier sind die Antworten. Die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ. Ich glaube, wir haben zu viele Strukturkosten in diesem Land. Wir haben zu viele Leute, die sich darum kümmern, dass Geld umverteilt wird. Überbürokratisierung bei den Beamten. Wir haben, nehmen Sie Amerika mit 400 Millionen Leuten und dort haben wir die Hälfte Beamten als wir bei uns. Und das ist in Deutschland ähnlich. Reden Sie mit einem jungen Unternehmer, welche Hürden der nehmen muss, dass er die Erlaubnis kriegt, sein Geschäft aufzusperren. Da haben Sie die Antwort. Ich glaube in der Verwaltung. Es gibt ja diese Vorschläge vom Rechnungshof, die ja großteils nicht umgesetzt worden sind. Ich glaube, da könnte man Haufen sparen. Immer dann, wenn man einsparen will, sich Lobbyisten breit machen, die sagen, bei uns nicht. Sehen wir doch die Beamten, die jahrzehntelang in Österreich ein Privileg besessen haben. Auf alle Fälle in die Spitäler und in die Gesundheitsversorgung. Bei unter fünf, sechs Stunden geht aus keiner Ambulanz irgendein Normalsterblicher raus. Es gehört mehr investiert, auch dass es wieder mehr Handwerker gibt, dass man vielleicht mehr investiert in Lehre und nicht nur in Bildung, in Schulen, in Universitäten etc. In den Bereichen Bildung, Forschung, Gesundheit und Infrastruktur könnte mehr passieren, aber auch in den Bereichen Unternehmung im Sinne von Start-ups und
neue Unternehmungen für zum Beispiel auch eine nachhaltige Entwicklung, für eine nachhaltige Wende. Da wird meines Erachtens noch viel zu wenig gemacht. Ich würde es persönlich in die Bildung geben, in die Bildung und in die Forschung. Also das, ich sage, ist für, eigentlich für die Zukunft das Wichtigste. Wenn man sich nicht traut, dann ist es eben so, dann wird es auf dem Rücken der Bürger und der Steuerzahler wird es eben diese Politik abgewickelt. Herr Podkaschek, wäre Ihre Partei bereit, zu so einem Beitrag im Sinne eines Österreich-Konvents oder einer über die jetzigen Parteienlandschaft hinausgehenden Initiative? Es gibt Beispiele in manchen Ländern, wo es einen Deal gegeben hat zwischen Unternehmergruppe und Gewerkschaften, was den Ländern, wenn ich an die Niederlande oder andere denke, durchaus für einen begrenzten Zeitraum gut getan hat. Wären Sie bereit dazu? Also wir haben schon etliche Male habe ich selbst im Plenum darauf hingewiesen, auf das Beispiel Schweden. Schweden war Ende der 90er Jahre nahezu pleite. In Schweden haben sich alle maßgeblichen Parteien zusammengeschlossen, haben ein Konzept erstellt und das dann auch durchgezogen. Schweden war das Musterland der Sozialdemokratie mit einem hohen Sozialstandard. Diese Standards wurden kaum oder fast nicht geschmälert, aber es ist der ganze Verwaltungsspeck ist weg. Und auch Ähnliches könnte man für Österreich machen. Nur es ist das Problem, es ist, dass die beiden Großparteien, oder Großparteien würde ich sie ja nicht mehr bezeichnen, Regierungsparteien, einfach in ihren Strukturen so verhaftet sind. 70 Jahre lang stecken sie in irgendwelchen Bereichen drinnen. Der Kollege hat schon gesagt, vom Kammersystem angefangen bis in Schulbereich, ÖBB, also es ist ja alles schon erwähnt worden. Und diese Bereiche ist natürlich sehr, sehr schwierig, gegen das eigene Klientel dann anzukämpfen. Und daher bedarf es durchaus auch Kräfte, die jetzt da nicht so involviert sind, die das leichter durchführen können. Und es wird uns früher oder später nichts anderes überbleiben, als dass wir eine Art Österreich-Konvent 2.0 machen. Und weil wir das ja sehen können, dass wir stehenden Auges gegen eine Wand fahren. Weil diese ganze Steuerreform wurde ja schon angesprochen, die ist ja nicht gegenfinanziert. Und daher wird dann spätestens dann, und wenn dann die ganzen Probleme noch mit der Hypo aufbrechen, mit der Heta-Abwicklung etc., dann werden wir ja nichts anderes tun können, als einmal wirklich in die Strukturen zu gehen. Und ich habe es eingangs erwähnt, das Zusammenspiel zwischen Länder und Bund, das ist für mich das größte Problem. Wir haben 2016 die Finanzausgleichsverhandlungen und ich hoffe da, dass sich der Finanzminister Schelling wirklich mal hinstellt und ganz offen mal das Thema anspricht. Selbst dann, wenn die Länder dann selbst Steuerhoheit kriegen müssten, so wie das Schweizer Beispiel es zeigt. Auch das wäre ein gangbarer Weg. Die Finanzministerin der Schweiz kommt ja auf Besuch nach Österreich und wird mit dem österreichischen Finanzminister dieses Thema diskutieren. Ich hoffe, dass da ein bisschen Erkenntnis. Aber das bedarf dann natürlich auch einer direkten, der Korrektur durch die direkte Demokratie. Das ist dann das Schweizer Modell. Bleiben wir gleich ein bisschen dabei. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass es sozusagen ein Bequemlichkeitsthema ist. Nach dem Motto, es geht ja eh noch. Ja, also es sind immer noch Schuldigen, es geht ja eh noch. Ist es mittlerweile, oder wenn ich, beschleicht mich sozusagen das Gefühl, dass es mittlerweile bequemer sein könnte, aufgrund des Druckes, sich zu bewegen, als sozusagen stehen zu bleiben, Frau Young? Ich glaube, wir sprechen ein bisschen an dem vorbei, was die Regierung vorhat. Die Steuerreform ist der erste Schritt. Sie ist nicht einmal noch umgesetzt, wissen Sie schon, dass sie nicht funktionieren wird. Das ist typisch österreichisch. Und dem muss eine Verwaltungsreform folgen. Das ist Linie der Politik. Also, weiß ich nicht jetzt. Naja, ich kann jetzt nur für jetzt reden. Bitte um Verständnis. Ja, ich kann für jetzt reden und ich bin fest davon überzeugt, dass auch, und jetzt mag der Grund sein, weil vielleicht, wie Sie gesagt haben, der Druck entsprechend hoch ist. Aber ich glaube auch, jetzt ist das ganz einfach die Zeit dafür. Jetzt ist das Fenster da, das muss genützt werden. Und dazu braucht es dann schon auch positive Aussagen auch anderer Beteiligten, auch wenn man nicht immer 100% mit allen übereinstimmen kann. Das werden wir nie zustande bringen, dass man 100% Übereinstimmung findet. Aber es braucht, glaube ich, ein Miteinander, bin ich fest davon überzeugt, in einer Gemeinsamkeit das zu entwickeln. Aber es braucht dann auch das dazu stehen. Also nicht irgendwie zuerst dabei zu sein und dann, weil es dann angenehm ist, dann am Ende des Tages waren wir es doch nicht, weil es könnte dann vielleicht nicht ganz so aufgehen, wie man es sich gedacht hat. Weil diese ständigen Voraussorgen und dieses ständige Vorauswissen, dass eh alles nicht funktionieren wird, weil dort sind wir ja permanent, das hat schon auch was mit
mit Umsetzung zu tun. Denn Worte schaffen Realitäten. Und wenn wir diese Realität ewig herbeireden, irgendwann einmal ist die Stimmung dann so da, und wir machen viel Stimmung, ist die Stimmung dann so da, dass nichts mehr Gutes raus werden kann, weil niemand mehr lustig ist, sich zu bewegen. Ist der Druck hoch? Die passiert natürlich nicht einmal und dann 20 Jahre nicht, sondern es ist ein permanentes Projekt. Ich bin der Herr Fetter. Nur zwei Beispiele. Das Team Stronach wäre sicher bei tiefgreifenden Reformen dabei. Die Reformwilligkeit ist da. Wir haben auch nicht die Rücksichten zu nehmen wie andere. Ob wir schon so weit sind, das möchte ich vielleicht bezweifeln. Es gab einen Österreich-Konvent, der gescheitert ist. Ich glaube, es geht uns noch nicht so schlecht, dass wir wirklich das Bewusstsein haben, dass wir etwas machen müssen. Wir sind in einer Art Austrian-Airlines-Situation, wo man glaubt, diese Heckflosse da rot-weiß-rot können wir bis zum Schluss fahren, bis wir es dann verkaufen müssen mit einer Mietgift von 500 Millionen. Diese Diskussion hat ja ergeben, dass wir mit einer Eisenbahn- und Bauernregierung in einem Arbeiter- und Bauernstaat leben. Und das allein ist die Antwort, dass der Stillstand derzeit leider noch regiert. Wir müssen ihn überwinden. Mit der Leitl, so schlecht muss man auch nicht alles reden, das sehe ich wirklich nicht ein. Herr Hable, hat sie so angeboten? Machen wir es der Reihenfolge noch, das hilft. Also ich glaube nicht, dass der Reformstau eine Frage der Bequemlichkeit ist. Ich glaube nicht, dass die Bürger nicht wissen, dass diese Reformen notwendig sind. Das hat man ja im Beitrag gehört. Genau. Die wissen das sehr wohl. Die Frage ist, warum wird es von den Parteien, die in der Verantwortung stehen im Moment, also SP und ÖVP, nicht umgesetzt? Und da kann ich nur wiederholen, sie werden es nicht umsetzen, weil sie nicht wollen, weil ihnen das jetzige System zugute kommt. Und das jetzige System ist eines der Klientelpolitik, wo man durch breite Streuung von Förderungen Abhängigkeiten schafft, um an der Macht zu bleiben. Und genau deswegen ist auch die Transparenzdatenbank nicht ins Leben gekommen. Nicht weil es Sinnvolles wäre, sondern weil die Länder und Gemeinden ihre Daten nicht einspeisen wollten, weil dann natürlich aufkommen würde, in welchem Ausmaß hier für völlig sinnlose Sachen Geld ausgegeben wird, Klientelpolitik letztlich betrieben wird. Ein letzter Satz. Ja. Ich möchte natürlich auch eine Lösung anbieten. Ansetzen muss man bei zwei Dingen. Erstens beim Wahlrecht. Solange wir ein Listenwahlrecht haben und die Abgeordneten im Parlament von den Parteisekretariaten abhängig sind, wird es keine Änderung geben. Wir brauchen eine Entwicklung hin zu einem Persönlichkeitswahlrecht, wo wir eine Band der Verantwortung zwischen Bürgern und Abgeordneten wieder haben. Und der zweite Punkt ist die Parteienförderung. Solange wir Europameister in der Parteienförderung sind, solange dadurch die fetten Parteiapparate finanziert werden, wird sich nichts ändern. Die beiden haben sich im Nest einfach gut eingerichtet. Herr Kogler, auch an Sie die Frage. Ist der Druck jetzt endlich da? Ich meine, Sie sitzen jetzt im HYPO-Ausschuss und sehen ja auch, wie viele Summen da so herumschwirren, die da noch kommen könnten und so weiter und so fort. Ist der Druck endlich groß genug, damit eine Struktur angegangen wird, sodass alle einsehen, dass wir was tun müssen, eine Strukturveränderung? Das könnte sicher eine katharsische Wirkung haben bei den Dimensionen. Es sind immerhin, wenn man jetzt nicht den ursprünglichen Opposition und jetzigen, Gott sei Dank, auch Schädling-Oppositionsplan umsetzen würden, würden ja 16 Milliarden untergehen. Das sind ja immerhin 8.000 Euro pro österreichische Familie. Jetzt können wir das auf die Hälfte drücken vielleicht. Zur Frage, die Strukturreformen sind schon wichtig, aber die bringen über Nacht ja nicht das Geld, als man immer sagt. Ich bin ja weniger im HYPO-Ausschuss jetzt immer mit diesen Dingen befasst, oder im alten Bankenausschuss. Ja, hätten wir den nicht abgetraut, hätten wir uns die HYPO-Desaster dann vermutlich auch erspart. Ich war vor allem 10 Jahre Vorsitzender des Rechnungshofausschusses. Da haben wir genug gesehen, da haben wir genug Vorschläge gemacht, übernommen. Ich teile nicht alles im Übrigen vom Rechnungshof. Und da kann man genau sehen, welche Reformen haben einen längeren Vorlauf, welche nicht. Aber es ist wurscht, wie man es angeht. Ich mache Kosten am Anfang sogar. Was muss man auch machen, ja?
Einstiegsinvestitionen, aber es muss einfach entschieden werden. Ja, der Druck könnte in diese Richtung gehen, man muss aber auch schon hinzufügen, glaube ich, dass man genau zu dem Motto der Sendung zurückkommen muss, dass es gar nicht nur darum geht, dass jetzt alles immer runtergepresst wird, sondern einfach die Mittel, die in Österreich, das sage auch ich, in großem Ausmaß irgendwo in den öffentlichen Händen zirkulieren, wirklich effizienter einsetzt. Und die Listen sind lang und deshalb würde ich der Meinung sein, dass wir weniger an Österreich-Konvent brauchen, weil da werden wir lange nicht durchkommen, glaube ich. Aber die Angelegenheit, wie wir sie vor Jahren hatten, mit den Vorschlägen vom Institut für Höhere Studien, Wirtschaftsforschungsinstitut und Rechnungshof auf die Reformpiste zu kommen, war auch die Opposition am Tisch. Damals war eben noch der heute erwähnte Josef Brödel. Gescheitert ist aber beispielsweise mit den Schulvorschlägen, die wir hatten, am eigenen Parteiapparat und sagen wir es halt Familienapparat, vielleicht gibt es sowas auch. Und er wurde ja dann gedemütigt und vorgeführt und musste dann in St. Pölten antreten bei der Landeshauptleiterkonferenz und die Vorschläge des Bundes und seinen eigenen abschwören. Also das muss man durchbrechen. Insofern kommen wir immer zum Gleichen zurück. Mehr Mut in der Bundespolitik, konstruktiv verhandeln mit den Ländern und die werden natürlich auch auf die grünen Kolleginnen und Kollegen einwirken, die in den Landesregierungen sitzen. Aber auch da sehen wir, dass viele Reformen gar nicht so leicht sind, weil gerade auf Länderebene derartig verkrustete Strukturen sind, dass man da wirklich anständig Werkzeug in die Hand nehmen muss. Bitte noch eine kurze Antwort auf meine Frage. Gibt es den Schlüsselstein, der ins Rollen kommen muss, dass was passiert? Was wäre der Schlüsselstein aus Ihrer Sicht? Ja, mehr Mut und Rückgrat und Haltung. Herr Greiner. Ja, also ich sehe Österreich nicht so schlecht. Ich sehe ja permanent, wie Reformen auch beschlossen werden. Zum Beispiel die Reform der gesamten Verwaltungsgerichtsbarkeit. 250 Gerichte, Sonderbehörden aufgelöst, ersetzt worden durch 11, glaube ich, neue. Eine in jedem Bundesland und 2 Bundesgerichte, Verwaltung und für Finanzen, als Beispiel. Oder Pflegegeld, früher 153 Stellen, wo man das beantragen konnte, die das gerechnet haben, in Zukunft 9. Also ist schon umgesetzt. Das heißt, das zeigt nur, Verwaltungsreform ist ein permanenter Prozess. Das sind auch viele, viele, viele kleine Schritte, die notwendig sind. Und es ist eine tägliche Arbeit, zu schauen, dass der Staat möglichst effizient umgeht mit den Mitteln. Ja, es gibt Widerstände. Wenn täglich das Murmeltier daherkommt. Du hast 3 Minuten Schlusswort gehabt, ich nicht einmal eine und du unterbrichst mich. Nein, Sie haben es noch. Ja, ja. Nein, das machen wir schon. Keine Sorge. Dazwischen. Der Punkt ist, A, ist Österreich nicht so schlecht und B, ja, es gibt Widerstände. Und es ist einfach auch meine Erfahrung in der Politik, dass gegeneinander kannst du selten was lösen. Du kannst nicht gegen die Lehrer eine Bildungsreform machen, sondern nur mit Lehrern. Du kannst nicht gegen Bauern eine Reform der Förderung machen, du musst es mit ihnen machen. Dieses Gegeneinander, das wir leider in der Politik so zelebrieren, das ist auch ein Problem, dass Lösungen dann oft scheitern. Man kann nur miteinander quasi Österreich besser machen und nicht gegeneinander. Trotzdem auch hier noch eine kurze Nachschlussfrage, obwohl wir schon ein bisschen über der Zeit sind, eine kurze Nachschlussfrage. Sie sagen auf der einen Seite miteinander, gleichzeitig, wenn man dann einen Stein beginnt anzuschieben, also ein Thema, keine Ahnung, für Förderungen, um ein Beispiel zu nennen, dann gibt es natürlich sofort die Widerstände. Wie sollte man die Widerständler quasi, die Sie ja selbst auch gesagt haben, die Widerstände gäbe es ja, wie sollte man die aus Ihrer Sicht ins Boot holen? Schauen Sie, manche wird man nie ins Boot holen können. Wenn ich die zum Beispiel gerechter machen will, dann gibt es ja nicht nur die leiden, dass sie ungerecht ist, sondern es gibt auch welche, die davon profitieren. Und natürlich die profitieren von der Ungerechtigkeit, sind Gegengerechtigkeit. Das haben wir auch gesehen bei der Steuerreform. Ja, Millionäre zahlen bei uns zu wenig Steuer. Ja, und die würden natürlich verlieren und die sind halt dagegen. Einfach als Beispiel. Man wird nicht immer alle überzeugen können, aber die Frage ist, ob ich von Haus aus immer gegeneinander über alle Fragen, also dieses Vorwerfen dem anderen, deine Eisenbahnen, deine Bauern, ihr in Wien tut's nichts, und ein bisschen seriöser, man kann ja auch sagen, Kollege Hable zum Beispiel, Wien hat das beschlossen,
voll in Kraft 2048. Ich bin der Meinung, das sollte 6 Jahre früher voll in Kraft sein. Oder 10 Jahre. Dann kann man über das reden. Dann kann man darüber... Ja, aber sie werden nicht ein Pensionssystem in 5 Jahren umsteuern. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Dann legen Sie... Aber Sie fangen gleich damit... Na, schauen Sie, Sie fangen die Diskussion damit an, dass Sie sagen, Wien tut gar nichts. Und das ist einfach falsch. Seriös ist, Wien macht dasselbe wie Bund und alle Bundesländer zum Zeitpunkt 48 und dann sagen sie, was ihrer Meinung nach, wann das voll wirken soll. Das ist eine seriöse Auseinandersetzung und dann sind wir nicht gegeneinander, sondern dann reden wir, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, also, und wären wir nicht, aber man muss nicht permanent gegeneinander nur losgehen. Jedenfalls ist noch großer Diskussionsbedarf. Ich bin gespannt, wann auf den Diskussionsbedarf, sozusagen der Handlungsbedarf entdeckt wird und wann es dann wirklich passiert. Es wird gehandelt, aber das machen halt nur die Regierungsparteien. Okay. Frau Jank, meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Wir sehen uns wieder bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien, heute in einer Woche am Donnerstag, den 23. April ab 22.25 Uhr. Dann mit diesem Thema: das Militär in der Krise, die Polizei in der Kritik, was läuft falsch in der Sicherheitspolitik und wie geht es besser? Zu Gast sind die Sicherheitssprecher der Parlamentsparteien. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3 Kultur und Information. Guten Abend.